Hallo liebe HZ-Leser, Oliver Bruns, ich bin der Geschäftsführer der Edelmann-Gruppe hier in Heidenheim und wurde gefragt, Ihnen jetzt kurz mein Büro vorzustellen. Ja, was gibt es bei mir im Büro Besonderes? Der ein oder andere mag jetzt sagen, vielleicht da steht ja gar nicht so wahnsinnig viel rum. Vielleicht gibt es aber doch so das ein oder andere, was ich vielleicht mal kurz ein bisschen näher bringen kann. Im Hintergrund ist tatsächlich unser Unternehmenslogo und mit dem Slogan The Packaging Experience. Irgendwas, auf das wir tatsächlich doch sehr stolz sind. Das ist unser Slogan. Wir wollen tatsächlich nicht nur Verpackungen tatsächlich entwickeln und verkaufen, sondern es soll eine Gesamterfahrung sein. Und um mich und das Team jeden Tag wieder dran zu erinnern, wofür wir stehen, haben wir das tatsächlich hier bei uns an die Wand geklebt. Und da freue ich mich jeden Morgen drüber, wenn ich ins Büro reinkomme. Tja, was ist ansonsten noch wichtig hier bei mir im Büro? Ich habe tatsächlich immer was zu schreiben. Jetzt seht ihr vielleicht da tatsächlich den Rechner, aber auf der anderen Seite, ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, wenn man mit Papier und Karton arbeitet, vielleicht hat man den Bezug zum Material. Also ich habe tatsächlich fast immer irgendwie einen Kuli, einen Bleistift und ganz einfach altmodischen Block Papier neben mir liegen und auf dem kann ich meine Notizen machen und rummalen und zeichnen und alles aufmalen, was mir so in den Kopf reinkommt. Das zeichnet mich vielleicht tatsächlich aus, also von daher, ich bin viel am Malen, bin da eher so der optische Typ. Ja, ich brauche Platz, tatsächlich, also ich mag das nicht, wenn das alles irgendwie so vollgestellt ist, von daher, ja, ich mag das Gefühl, ein bisschen Raum und Platz zu haben, in dem ich mich bewegen kann. Ja, was haben wir noch? Wir haben zwar jetzt Sommer, es ist schweinewarm draußen, trotzdem haben wir das Licht an. Oh, nicht wundern, wir sind zwar sehr ökologisch unterwegs und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Trotzdem, einer meiner Ticks vielleicht, ich muss es immer extremst hell haben. Ich mag das hell um mich herum haben, von daher ist tatsächlich einer meiner vielleicht zugegebenermaßen schlechten Angewohnheiten. Ich mache immer das Licht an, ich mag es so hell wie möglich. Aber was gibt es hier vielleicht noch Besonderes zu erzählen? Wenn wir vielleicht mal da drüben in die Ecke gehen, da komme ich auch mit. Da sieht es ein bisschen bunter aus und das ist tatsächlich unsere schöne Ecke von vielen Referenzverpackungen, Mustern, viele tolle Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden realisiert haben. Und da ich doch relativ viele Gäste hier bei uns willkommen heißen darf, nutze ich dann auch die Gelegenheit, um zum einen doch mit einem gewissen Stolz zeigen zu können, was wir denn tatsächlich so produzieren. Und Verpackungen sind tatsächlich in der Regel mehr erlebbar, wenn man was in die Hand nehmen kann. Das kann man nicht so gut mit irgendwelchen Bildern zeigen, sondern das ist tatsächlich etwas Schönes, wenn man dann das auch in der Hand halten kann. Ja, was haben wir noch? Dann sehen wir in den Setzkästen ein bisschen was. Das erkläre ich im Moment besonders gerne. Das ist unsere Initiative Go Green, wo wir versuchen, unsere doch eh schon nachhaltigen Verpackungen aus Karton und Papier noch ein bisschen nachhaltiger zu machen und bisherige Verpackungslösungen, die Plastik und andere Kunststoffinhalte beinhalteten, jetzt voll aus faserbasierten Materialien darzustellen. Also von daher, das sind Innovationen, das ist was, das steigen wir gerade im Markt und auf den nächsten Messen und dementsprechend darf das bei mir natürlich auch im Büro nicht fehlen. Ja, ansonsten, der Tisch hier ist ganz wichtig, an dem sitze ich wahrscheinlich mehr als bei mir am Schreibtisch. Ich mag, dass das ein bisschen kleiner, ein bisschen intimer ist. Er ist rund und das mit Absicht. Ich mag das nicht, so Gespräche zu haben, wo da so zwei Fronten gegenüber sitzen. Wir haben so einen super tollen großen Besprechungsraum, wo wir dann noch unsere Besprechungen im Management-Team haben. Aber ansonsten verbringe ich eigentlich viel Zeit hier an dem Tisch und habe eine etwas informellere Atmosphäre und kann mich einfach über alles Mögliche mit Gästen oder auch mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Von daher verbringe ich, wenn ich so reflektiere, hier wahrscheinlich wirklich mehr Zeit an dem Tisch als bei mir am Schreibtisch. Tja, ansonsten, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Überblick geben, wie es bei uns im Büro aussieht. Und ja, wünsche jetzt allen noch einen schönen Sommer und sage bis bald.